Würde ich auch sagen, ne? Schnell raus hier. Okay, Upgrade Chip haben wir. Nice. Kurz Schnauze halten, wir müssen das mal hier kombinieren, ne? Weißt du Bescheid, Dankeschön. Hey, kannst du schneller laufen? Ja, dann mach hinne. Beweg dich. Aber wie ist das schon ein bisschen jetzt anders, ne? Weil bei Leon ist es ja mit Ada und dies, das und so und hier ist krass. Okay, wir nutzen diesen Fahrstuhl und dann schauen wir. Wo ist Mr. X? Der ist nicht da. Nicht, dass mich das jetzt stört oder so. Aber ich sag's nur. Alter, ich werde gleich so... Also sollte der wirklich kommen? Ha! Lol, das habe ich mit Leon gar nicht gesehen. Ich habe nur in die Richtung geguckt und habe mich so komisch gedreht. Aber das habe ich... Claire? Ja? Ja? Danke, dass du so nett zu mir bist. Dass du mir hilfst. Kein Ding. Bin so froh, dich getroffen zu haben. Mach ich jeden zweiten Tag. Bin auch froh, dich getroffen zu haben, Sherry. Aber spar dir den Dank, bis ich dich hier rausbekommen habe. Okay, dann wollen wir mal, ne? Noch ein bisschen Heilung. Kann nicht unbedingt schaden. Sag ich mal. Aber hier gibt es anscheinend kein Video. Schade. Oh oh. Hä? Nee, doch nicht. Okay. Tschüss. Okay, hier haben wir noch mal ein bisschen was zum Safen. Da explodiert der Shit. Geil, geil, geil. I like Explosions und so. Kann ich nur irgendwas mitnehmen? Okay, das brauche ich anscheinend nicht. Alter, brauche ich das andere? Ne, brauche ich auch nicht. Scheiß drauf. Okay, warum geht die Musik gerade hier so ab? Es ist doch nichts los. Wir rennen einfach, ne? Sherry, komm mit. We have to run, girl. Komm. Fahr auch alleine los. Natürlich. Natürlich, der weiß, der muss auf zwei Leute warten. Ist klar. Jetzt kriegen wir halt ein blaues Ding. Das kann ich aber damit, glaube ich, nicht mehr kombinieren, ne? Okay, doch. Geht. Alles klar, kein Problem, hey. Wir gucken uns auf jeden Fall trotzdem um. Oh, nee, Alter, nicht die. Nur, dass der erstmal außer Gefecht ist. Oh, nee! Hui. Ach, ja, egal. Wirklich da große Schritte? Ich bin ein bisschen jetzt aufgeschmissen, weil ich nicht genau weiß, ob der jetzt kommt oder nicht. I don't fucking know, Alter. Aber hier ist nochmal Munition, das nehmen wir. Ach, der kam ja auch erst jetzt. Oh. Natürlich ist das Mistteil verschlossen. Warte! Sherry, was machst du? Ich glaube, ich kann sie von der anderen Seite öffnen. Na dann, ciao. Na klar. Solange der jetzt nicht kommt, ist alles cool. Mach mal ein bisschen hinne. Ach, natürlich. Oh, das war daneben. Scheiße. Okay, weg. Kann... beeilen, bitte. Danke. Zwischendurch habe ich echt das Gefühl, ich höre hier sehr schwere, große Schritte. Gut gemacht, Sherry. Wir sind ein okay. Gutes Team. Hier ist absolut gar nichts. Acht Minuten bis zur Detonation. Ach, der kommt. Na, Minuten. Acht Sekunden. Oh, müssen uns beeilen, du. Yo, Burning Man, Junge. Geh mal schlafen.
Dankeschön. Okay, weiter geht's. Komm. Sherry, hältst du durch? Ich bin direkt hinter dir. Besser ist das. Ich glaube, wir sind hier fast drauf. Lol. Gehen ja echt woanders hin. Ist ja heftig. Schnauze jetzt. Ich muss mich konzentrieren, bitte. Kann ich das damit nicht gehen? Nicht schade. Okay, komm, wir nehmen damit. Wir haben jetzt so viel zum Heilen, Junge. Also jetzt geht's ja richtig ab. Ich habe keine Ahnung, was sie gesagt hat. Was hat sie gesagt? Achso, wir können das Ding drehen. Ja, bestimmt irgendwie. Wie denn? Ach, durch das Ding. War auch kein Problem. Yo, ne fucking Minigun, Alter. Okay, warte. Jetzt muss ich mich entscheiden. Halt mal kurz die Schnauze, bitte. Fuck. Ich habe hier keine Kiste. Das bedeutet... ich muss nochmal kurz zur Kiste. Ich würde mal sagen... Ich mach mal die Waffe weg. Und naja, also rein prinzipiell würde ich jetzt auch sagen, ja, cool, ne? Kombiniere ich das, mach das hier hin. Ne, mach das doch da hin, weil es schöner aussieht. Und nehm die fucking Minigun, Alter. Also prinzipiell würde ich sagen, Minigun ist immer cool. Na, weg da. Alles klar, Alter. Minigun, 400 Schuss läuft. Aha. Wait. Wo ist das? Ach, das liegt bestimmt hier irgendwo, ne? Kann ich in den Zug rein schon? Liegt bestimmt hier drin irgendwo. Da ist es. Natürlich. Ist klar. Warum auch nicht? Ich muss diesen Zug in Gang bringen. Du rührst dich nicht vom Fleck, okay? Okay, ich bleib hier, ich verspreche's. Ich will's hoffen, Mädchen. Sei vorsichtig. Immer. Wie sie das auch nicht kommentiert. Oh, ich habe einen Minigun gefunden. Ja, das ist das Normalste der Welt. Ich würde auch sagen, wir nehmen die direkt mal in die Hand, weil ich glaube, wir brauchen die bestimmt auch gleich. So, zack. Katsching. Okay, funktioniert. Claire! Was? Leon? Du bist auch hier unten? Ja, aber hier stürzt gleich alles ein. Hör zu, du musst hier raus. Schnell! Ich weiß, keinen Weg raus. Ich denke, wir können es alle schaffen. Wo bist du jetzt? Claire, bist du noch da? Leon? Die Verbindung bricht ab. Kümmere dich nicht um mich. Verschwinde von hier. Leon. Lol. Okay, hier siehst du tatsächlich auch das Pendant dazu. Das finde ich natürlich nice. Bis zur Detonation. Hä, ist jetzt irgendwas passiert? Ja. Ach, keine Ahnung. Ja, hier siehst du tatsächlich, dass sie halt in dem... Achso. Dass sie halt in dem anderen Raum ist und das mit dem Zug macht. Während Leon natürlich verfolgt wurde. Das ist cool. Natürlich. Stille Life, der Boy. Ach ja, Mensch. Ach komm, ich bin ausgewichen, also schön, ne? Okay, warte kurz, bitte. Alter, ohne Spaß, muss ich das oft machen, so? Also rein prinzipiell jetzt so
die Frage. Aua. Umgebumst, verdammt, die Sau. Aber ich habe ja noch. Also, ne? Heilung ist da. Der trifft mich auch mit jedem Scheiß. Ich bin halt einfach zu langsam, ne? Als ob er da durchkommt. Der ist so viel zu fett, der Junge. Also wirklich. Hab genug Heilung, alles cool. Was macht denn er jetzt? Achso. Ja, tschüss. Oh. Hi. Stirbst du jetzt? Nee, du stirbst nicht, habe ich das Gefühl. Oh Gott. Bist du tot? Bitte? Wäre das vielleicht möglich? Diesmal wirklich? Vielleicht? Eventuell? Wäre toll. Claire! Ist okay. Ich bin hier. Jetzt kommen wir hier raus. Also, was willst du als erstes tun, wenn wir hier raus sind? Ich will sehen, wo du wohnst. Gut. Denn ich brauche dringend eine Dusche. Ja. Wirklich? So übel? Oh, ja. Claire! Leon! Ist so gut, dich zu sehen. Hab doch gesagt, wir schaffen's, oder? Hast du. Okay, das ist das Ende, offenbar, von Resident Evil 2, dem Remake Claire Redfield Kampagne. Da ich das ja nicht mehr mache, kann ich das aber mal eben spoilern. Ich weiß, dass wenn man mit ihr den, also Moment, wenn man mit Leon durchspielt, man schaltet dann immer noch eine Option frei, mit dem anderen Charakter einen zweiten Durchgang zu machen, wo dann alles ein bisschen anders ist. Die Rätsel sind einen kleinen Ticken anders. Die Items sind ein klein bisschen woanders verteilt und so. Ich weiß, dass dieses Ende mit Claire, was dann der zweite Durchgang von Leon sozusagen wäre, ein bisschen anders ist, weil dann kommt er nämlich nochmal. Und dann muss man den nochmal besiegen und das ist im Grunde das echte Ende, in Anführungszeichen. Da ich das aber fürs Video nicht mache, ich werde es eventuell nochmal wirklich privat spielen. Das wäre mir aber dann... Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, wenn dann hätte ich es nämlich für beide gerne gemacht. Also einmal mit Claire und den zweiten Durchgang mit Leon und einmal mit Leon, zweiten Durchgang mit Claire. Das wäre aber ein bisschen zu aufwendig und zu viel gewesen. Aber ich fand auch die Kampagne ganz cool. Also sie ist schon ein bisschen anders. Man kriegt andere Waffen. Storytechnisch ist es anders. Also die Hauptstory ist natürlich die gleiche. Aber so, es gibt kleine Unterschiede. Sherry trifft man. Man muss sich ein bisschen auch um Sherry kümmern.
sich dann retten und man hat sie bei sich und was weiß ich. Und bei Leon ist es ja Ada. Und das finde ich schon cool, dass sie da so Kleinigkeiten eingebaut haben, die anders sind. Vieles natürlich deckt sich natürlich. Aber zum Beispiel die ganze Passage in dem Waisenhaus haben wir mit Leon nicht gehabt. Dass sie jetzt zum Zug gegangen ist, hatten wir mit Leon natürlich auch nicht, weil das hat er Claire gemacht, auch bei Leon, und hier hat es Claire bei Claire gemacht. Finde ich ganz cool, dass sie das auch beibehalten haben. Macht auch irgendwo mehr Sinn natürlich. Trotzdem deckt sich natürlich einiges. Wie man an den Chip kommt zum Beispiel, ist Ada hackt das Ding einfach natürlich. Und wir kriegen das dann von Annette Birkin, bevor sie stirbt. Ich finde es cool. Ich finde auch die Kampagne cool. Und allgemein, es ist ein geiles Spiel. Es war damals ein geiles Spiel. Heute ist es ein geiles Spiel. Hat mir mega, 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 mega Bock gemacht. Ja, und ich würde mal gucken, ob ich die Ghost Survivor DLCs, ob ich das noch spiele oder ob ich es nicht spiele. Ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken, weil wenn das jetzt keine wirkliche Story ist, was es ja nicht sein soll, weiß ich nicht, dann lohnt sich das für mich nicht. Dann sind es eher Herausforderungen und ja, das muss ich nicht machen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Aber ich werde mal gucken. Wenn ich sie bringe, dann kommen die morgen. Und wenn nicht, dann nicht. Dann haben wir jetzt so 2-3 Wochen Pause, bis Resident Evil 3 kommt. Weil das geht hier bis Mitte Februar ungefähr. 15., 16. rum, weiß ich nicht genau. Aber so in der Drehe. Und am 4.3., am 3.4. so rum, kommt ja erst Teil 3. Dann müssten wir uns noch ein bisschen gedulden. Außer natürlich, ich mache die Ghost Survivor-Dinger. Aber wie gesagt, muss ich gucken. Eventuell spiele ich auch Code Veronica X. Habe ich mir für die PS4 geholt. Weiß ich aber auch noch nicht. Aber erstmal kommt der dritte Teil. Freue ich mich drauf. Auch ein Remake wird bestimmt auch richtig bombastisch. Hoffe ich. Und ja. Seid gespannt, ob morgen noch was kommt zu Ghost Survivors oder nicht. Ansonsten sehen wir uns am 3.4. weiß ich noch nicht, muss ich mal gucken. Ansonsten so 4., 5., 4. wird das Video kommen, das erste. Das ist auch nur noch eine Kampagne, wird also schön entspannt. Ich muss nicht mehr beide spielen. Ich bedanke mich und würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.